Heute bin ich unterwegs in einem Auto, das sehr, sehr beliebt ist in der Schweiz. Das meistverkaufte Auto in 2018 in der Schweiz und auch dieses Jahr momentan immer noch Nummer 1, Skoda Octavia. Aber dieses Auto hier in dieser Version, das ist noch ein Geheimtipp. Cindy testet nämlich heute den Skoda Octavia G-Tech, die Erdgas-Variante des Schweizer Bestsellers. Unter der Haube steckt ein 1,5-Liter-Motor, der 130 PS generiert. Der Verbrauch wird vom Hersteller auf 3,5 Kilo Erdgas pro 100 Kilometer beziffert. Unser Testwagen kostet 40.147 Franken. Eine große Änderung mit dem Vorgängermodell ist einfach der Benzintank. Früher könnten wir mit dem Benzintank noch 50 Liter tanken und damit fahren. Aber mit dem Auto hier kann man nur noch 9 Liter tanken. Das heißt, früher die Leute sind oft noch mit dem Benziner gefahren anstatt mit dem Erdgas. Und das war wirklich die Gegenwirkung, sagen wir so. Und jetzt mit 9 Liter muss man unbedingt wieder mit Erdgas tanken. Das ist gut. Hauptsächlich sollen drei Hochdruck-CNG-Tanks den G-Tech antreiben. Das Fassungsvermögen beträgt 17,7 Kilo natürliches Erdgas. Doch was ist das eigentlich? Thomas Büttler von der Forschungsanstalt EMPA klärt uns auf. Die Hauptquelle ist wirklich Erdgas. Normalerweise über einer Kaverne, wo auch Erdöl sitzt, sitzt das Erdgas. Und das wird da auch abgefördert und wird dann über Pipelines europaweit verteilt. Eine weitere Methode, die jetzt eben auch in der Schweiz sehr interessant ist, ist auch die Biogasproduktion. Das heißt, man nimmt Schlachtabfälle, Schnittabfälle aus der Landwirtschaft, schickt ihn in den Vergärungsprozess, dann steht wieder Methan daraus. Man sammelt dieses Methan und speist es ins Gasnetz ein zum Beispiel. Und eben in der Schweiz ist schon pflichtmäßig sind 10% Biogas im Erdgasnetz schon mit dabei. Soweit vorerst zum Erdgas selber. Merkt man davon eigentlich was, wenn man effektiv am Steuer sitzt? Für mich der größte Unterschied ist einfach die Gasannahme, wenn du abfährst. Also wenn wirklich du fährst ganz langsam und drückst du auf dem Gaspedale, dann es kommt erstmal nichts, das ist wie ein Turbolor. Also wirklich kommt nichts und dann kommt das Auto. Und bei Diesel ist nicht so krass wie bei dem Auto hier, habe ich ein Gefühl. Ich dachte wirklich, Motor stellt ab, obwohl ich bin mit automatisch unterwegs, kann nicht passieren. Aber es ist wirklich ein komisches Gefühl. Aber sonst, ganz ehrlich, das fährt sich genauso wie ein Benziner. Da ist kein Unterschied für mich. Auch wenn man den Antrieb ausklammert, kommt der Skoda Octavia G-Tech bei Cindy gut an. Für mich ist einfach der Skoda Octavia ein sehr gutes Auto im Sinne Preis-Leistung. Also du hast sehr viel in den Serienausstattung im Preis inbegriffen, aber auch die zusätzliche Ausstattung kostet nicht so viel Geld. Das Auto hier, wie wir fahren, kostet ein bisschen mehr über 40.000. Das ist sehr vernünftig, es bietet sehr viel. Sehr viel Fahrassistenz und so weiter. Das ist wirklich sehr interessant. Einziges Problem würde ich sagen bei dem Skoda Octavia, es fällt nicht so auf. Das ist so ein, ja, gemein gesagt, langweiliges Auto. Aber es ist praktisch. Ich sehe gerade, ich habe nur noch 5 km Reichweite mit dem Erdgastank. Aber zum Glück, ich habe meinen Benzinertank. Da habe ich noch 9 Liter drin, der ist voll. Und das erlaubt mich, 130 Kilometer noch weiter zu fahren und eine Tankstelle zu finden, um Erdgas auszufüllen. Ja, übrigens, Verbrauch von Skoda sagt 3,5 Kilogramm pro 100 Kilometer. Wir sind mittlerweile mit meinem Fahrstil bei 4,1. Und ich bin mittlerweile 455 Kilometer gefahren. Also ich würde sagen, man schafft 460 Kilometer locker zu fahren. Skoda sagt, man sollte eigentlich 505 Kilometer fahren können. Aber es ist gar nicht so schlecht. Und jetzt suche ich mich erstmal eine Tankstelle. Mittlerweile kann man auf 150 Gastankstellen in der Schweiz zurückgreifen. So sollte also immer eine in Reichweite sein. Vor allem mit dem Benzintank als Reserve.
jetzt 0 Kilometer Reichweite mit dem Erdgas. Zum Glück hatte ich noch meinen Benzintank. Beim Tanken eröffnet sich einer der großen Vorteile eines Erdgasautos. Wenn man jetzt vergleicht, ein Fahrzeug, das 3,5 Kilo Erdgas pro 100 Kilometer braucht, und vergleicht das mit einem Benziner, der etwa 6,5 Liter auf 100 Kilometer braucht, kann man mit dem Erdgas, Biogas, ca. 40% Treibstoffkosten sparen. Scheiße. Jetzt, das tankt. Die Geräusche sind etwas gewöhnungsbedürftig, aber die Tankzeit ist ungefähr gleich wie bei Benzin oder Diesel. So, geschafft. Das war eigentlich ganz einfach. Ich bin jetzt wieder voll getankt. Heißt, das hat mich jetzt, also ich habe erstmal 19 Kilo getankt für 28 Franken 38. Also immerhin günstiger als Benzin und ich kann wieder jetzt 500 Kilometer fahren. Also gute Lösung. Günstig ist der eine Vorteil, umweltfreundlich der andere. In der Auto-Umweltliste des VCS finden sich in den Top 10 jedenfalls 4 Erdgasautos. Der G-Tech landet auf Platz 2. Man setzt pro umgesetzte Energieeinheit, also pro Kilowattstunde, die ich verbrenne, setze ich 25% weniger CO2 frei im Vergleich zu Benzin. Und das ist natürlich ein großer Umweltvorteil. Dazu kommt, dass ein Erdgasauto weniger Stickoxide und andere Schadstoffe ausstößt. Jetzt ist einfach meine Frage, wieso sind so wenig Erdgasautos verkauft und man sieht so wenig auf der Straße? Ich verstehe es nicht. Ein Grund ist, sagen wir mal, als erstes die Wechselbereitschaft. Leute, die mal einen Diesel gefahren haben, die fahren als nächstes Fahrzeug auch wieder einen Diesel. Die dazu zu bewegen, die Antriebsart zu wechseln, ist nicht ganz einfach. Das andere sind Klischees, die immer noch anhaften. Ursprüngliche CNG-Fahrzeuge waren umgerüstet. Da hat es an Leistung gefehlt, an Reichweite gefehlt. Da haben die Tanks Platz im Kofferraum weggenommen. Dann ein weiterer Grund, gerade speziell für die Schweiz, man sucht leistungsstarke Fahrzeuge und auch Fahrzeuge mit Allradantrieb. Das ist jetzt auch etwas, was es noch von keinem Hersteller gibt, ein CNG-Allradfahrzeug. Momentan sind gerade mal 13.500 Erdgasfahrzeuge auf Schweizer Straßen unterwegs. Der Fokus der Hersteller scheint primär auf den zumindest im Gebrauch CO2-neutralen Elektroautos zu sein. Erdgas hat laut dem Experten aber durchaus Zukunftsperspektive. Wenn man viel pendelt, Kurzstrecke macht mit einem batterieelektrischen Fahrzeug, mit einer großen Batterie, ist es energetisch weniger sinnvoll, als wenn man mit einem CNG-Plug-in-Hybrid die kurze Strecke elektrisch zurücklegt und die Langstrecke dann im Hybridmodus mit einem CNG-Motor. Also auch da gibt es Perspektiven, die eigentlich aufzeigen, dass ein Erdgas-Biogasantrieb auch Vorteile hat, die in der Zukunft helfen können. Man sieht also deutlich, es gibt Vorteile, Erdgas zu fahren. Als erstes, es ist günstig zu tanken. Zweitens, es ist umweltfreundlich. Aber diese Alternative mit dem Erdgas, es hat sich einfach nicht durchgesetzt. Zum Beispiel dieses Auto hier, der Skoda Octavia, das ist das meistverkaufte Auto in der Schweiz. Aber du siehst kein G-Tech, sondern ganz normale Verbrennungsmotor. Heißt, Erdgas wird einfach nicht gepusht und die Leute kaufen es nicht.